Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu Video Nummer 100, zu einer klitzekleinen Premiere hier auf meinem Kanal. Liebe Leute, vielen lieben Dank für euer Vertrauen, vielen lieben Dank für eure Zeit, ja, dass ihr mich da begleitet in mein Dasein, in mein Tun. Und ihr habt ja mitbekommen, dass ich da seit 2 Wochen kein Video mehr rausgebracht habe und einige von euch haben sich da Gedanken gemacht, was da los ist. Ja, freundlicherweise haben mir manche von euch auch geschrieben, ob alles in Ordnung ist. Danke dafür. Und eine Person hat auch beim lieben Lars kommentiert, auch danke dafür, ob es mir eh gut geht. Also es geht mir gut, es ging mir auch gut. Die Sache war nur die, ich war ziemlich beschäftigt und habe mich einfach dann auf meine Sachen fokussiert, damit ich das dann auch fertig mache. Ist alles fertig, alles glatt über die Bühne gelaufen. Dazu dann später gegen Ende des Videos sage ich euch dann, was dann war. Aber ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet auf meinem Kanal, was für ein Video ihr euch wünscht. Ne? Soll es ein Fazitvideo sein oder ein Video bisschen so über Politik. Ergebnis ist eindeutig, es soll ein Fazitvideo sein. Bitte schön, ihr bestellt, ich liefere euch Fazit nach einem Jahr in der Türkei. Was kann man dazu sagen? Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich bin hier insgesamt viel glücklicher. Die menschliche Interaktion, also diese zwischenmenschliche, dieses Soziale, das hat hier komplett eine andere Dynamik als jetzt wie im Westen. Und ich behaupte mal, dass die Türkei auch einen persönlich dazu anregt, ein bisschen so aus sich hinaus zu wachsen. Wenn man, sagen wir mal, erfolgreich sein will oder wenn man was erreichen will, sage ich mal, ja, dann ist man auch gezwungen, da so ein bisschen aus sich herauszugehen. Kommt natürlich drauf an, ja, ist man hier Rentner und will man seinen Lebensabend genießen, ja, kann man auch machen, ja, ist idealer Platz natürlich auch dafür. Aber auch wenn man hier was reißen will, kann man hier auch was reißen. Ja, das ist jetzt nicht nur einfach so dahergesagt, sondern das ist etwas, was ich beobachte und auch beobachtet habe. Man muss einfach nur mutig sein, ja, und man muss auch an sich glauben und dann einfach loslegen, ja, und dann einfach tun, ja, wenig denken, tun, zapp, und dann geht's los. Ja, gehen wir mal, also machen wir mal jetzt das Finanzielle, also was das Finanzielle betrifft. Wechselkurs, ja, ich werde auch gefragt, ja, Wechselkurs und wie ist das jetzt? Ist das schlimm für die Leute? Ist es nicht schlimm? Also ich sag mal so, ich bin jetzt seit einem Jahr hier, ich denke nur in Lira, ich zahle nur in Lira, ich verwende Lira und der Euro ist mir eigentlich egal, ob er jetzt sinkt oder ob er fällt, ja, hat jetzt nicht so eine direkte Auswirkung. Ja klar, Preise steigen, Preise fallen, aber das liegt eben daran, dass wir hier eine liberale Marktordnung haben. Aber der Wechselkurs spiegelt dann nicht jetzt die Wirtschaft wider. Also die türkische Wirtschaft, das ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch sogar schriftlich geben. Und lasst mich kurz überlegen, was war für mich eine große Umstellung? Für mich war eine große Umstellung die dynamische Preisentwicklung. Ja? Wenn heute jetzt der Preis steigt, kann er morgen wieder fallen oder nochmal steigen oder dann wirklich fallen, ja? Sei es Preis für Käse oder sei es Preis jetzt für eine Hose, Benzin etc. Ne? Also man hat hier jetzt nicht so einen stabilen Preis, sondern man hat einen dynamischen Preis. Ja. Da muss man sich halt dran gewöhnen, man muss auch lernen, das zu akzeptieren und man muss sich auch dessen bewusst werden, dass man als Konsument genauso einen Einfluss hat.
Warum? Da gebe ich euch jetzt ein kleines Beispiel. Wenn jetzt Friseur A 50 Lira verlangt und Friseur B verlangt 500 Lira, ja, da liegen dazwischen ja Welten, hat man ja als Konsument die freie Wahl zu entscheiden, gehe ich jetzt zu dem oder gehe ich jetzt zu dem anderen? Weil diese freie Preisgestaltung ist ja nicht illegal. Also das darf man hier. Und also ihr habt da auch genauso Einfluss an der Preisentwicklung dann. Ja? Weil wenn ihr dann eben nicht zu dem Friseur um 500 Lira geht, dann wird er früher oder später mit dem Preis dann auch runtergehen müssen. Ja? Wir haben halt hier leider eine künstliche Verteuerung, ja, eine künstliche Preisentwicklung. Die haben wir einfach nur deswegen, weil die Leute da trotzdem da mitmachen halt. Ne? Aber man kann halt dem entgegenwirken. Also es ist nicht etwas, was in Stein gemeißelt ist. Weiß nicht, ob diese Info euch jetzt hilft, aber ist mir so in den Sinn gekommen. Deswegen gebe ich euch das dann auch so wieder. Ja, insgesamt ist die Türkei ein sehr dynamisches Land. Was heute so ist, kann morgen anders sein. Im Gegensatz zum Westen, wo eigentlich vieles statisch ist. Ja, und auch meistens auch statisch bleibt. In jeder Hinsicht. Aber hier ist es eben nicht so. Ja, hier muss man sich anpassen, hier muss man neu lernen und immer wieder aufs Neue ein Gefühl bekommen. Sei es für die Währung, sei es für die türkische Volksseele, eben mit Volksseele meine ich jetzt, womit die Leute beschäftigt sind, was ihre Sorgen sind, was sie glücklich macht, was sie in Rage versetzt und. Thema Freundschaften möchte ich auch was sagen, und zwar, es ist hier wirklich einfach, Freunde zu finden. Man kann mit Leichtigkeit Leute kennenlernen, die auch zu einem passen, wo man ungefähr die gleichen Ideale hat, dieselben Wertvorstellungen. Das ist alles hier meiner Meinung nach einfacher als im Westen. Vielleicht liegt das irgendwie so an meiner Art, dass ich jetzt hier offener bin. Also ich bin hier tatsächlich offener und motivierter und energischer. Was wiederum daran liegt, dass man hier mehr Möglichkeiten hat als im Westen. Ihr könnt hier zum Beispiel in den Supermarkt gehen, euch Zitronen kaufen, 10 Kilo, irgendwo einen Stand aufstellen und sagen, ihr verkauft jetzt Zitronensaft. Ja, das ist im Westen so nicht möglich. Dürft ihr nicht, könnt ihr nicht, könnt ihr hier machen. Ihr könnt ja auch in den Supermarkt gehen, kleine Wasserflaschen kaufen und die dann auf der Straße dann weiterverkaufen. Geht auch. Ja, das war jetzt mal so ein ganz banales Beispiel, um zu verdeutlichen, dass man hier einfach mehr Möglichkeiten hat. Ja, ihr könnt euch auch ein Grundstück kaufen, dann drauf eine Fabrik bauen. Ja, das geht hier einfacher. Wie bin ich denn jetzt drauf gekommen? Naja, anyway. Ah, Thema Freundschaften. Genau. Fällt dir einfach leichter. Und da kann ich euch als Tipp geben, gebt von euch aus viele Inputs nach außen. Je mehr Inputs ihr nach außen gebt, umso vertrauenswürdiger werdet ihr dann wahrgenommen. Wenn ihr jetzt beispielsweise, keine Ahnung, zum Schneider geht, ja, und ihr fragt halt, ja, kannst du mir das so und so schneidern, ja, und er kann es nicht, dann sagt er, nee, kann ich nicht. Aber wenn ihr jetzt Inputs gibt, ja, ihr jetzt den Grund beispielsweise erzählt und eure Motivation und wie ihr euch das vorstellt und was ihr euch wünscht, dann sieht das Ganze anders aus, ne? Weil dann kann er mit euch fühlen und dann hilft er euch gerne. Auch jetzt so ein bisschen so ein kleines banales Beispiel, aber ich denke mal, so dieser Gedanke wird dann euch helfen. Ja? Ich denke mal, die meisten von euch haben ja vor, hierher zu kommen, und das so im Hinterkopf zu haben, wird euch sicherlich helfen. Ja, ich halte jetzt mal dieses Fazitvideo mal ein bisschen kurz, ja, weil ansonsten würde das eine halbe Stunde dauern, wenn ich da jetzt detaillierter auf alles eingehe.
Genau, ich bin jetzt seit einem Jahr hier und seit heute bin ich offiziell ein notariell beglaubigter Übersetzer von Türkisch auf Deutsch, von Deutsch auf Türkisch. Das heißt, wenn ihr da mal was braucht, ja, könnt ihr euch gerne an mich wenden, sei es denn Übersetzungen von Dokumenten oder Zeugnissen oder Tapu. Könnt ihr euch gerne an mich melden. Ihr habt jetzt hier einen YouTuber, der auch offizieller notariell beglaubigter Übersetzer ist. Das war unter anderem auch ein Grund, wieso ich jetzt stark beschäftigt war. Der andere Grund ist der, dass ich endlich mein Herzensprojekt da realisieren konnte. Das hat jetzt, wie lange hat das gedauert? 6 Monate? Bisschen länger, 7 Monate, 8 Monate hat das jetzt gedauert. Da waren wir immer am Verhandeln. So, nee, also es geht darum, dass ich da wo was gedreht habe, ja, aber was Interessantes. Und da war immer so das Gespräch, nee, komm, wenn es wärmer ist und nee, im Winter ist schlecht und mach's an dem Tag und doch an dem Tag. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht so nicht, machen wir das da. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, Frühling, und das ist jetzt endlich auch erledigt. Das heißt, ihr könnt euch für nächste Woche, nächsten Donnerstag auf ein interessantes Video freuen. Damit war ich auch eingedeckt, ziemlich. Das hat einige Tage gedauert, also das Drehen. Und ja, da gibt es ja noch was, womit ich beschäftigt bin. Aber dazu dann später dann, ja. Also vielleicht in ein paar Wochen, hoffe ich mal. Aber vielleicht auch in ein paar Monaten. Gucken wir mal, aber ihr werdet das dann natürlich erfahren. Und was ich euch noch zeigen möchte, ich mache ja, also ich habe ja teilweise bis jetzt so Übersetzungsarbeiten gemacht, sei es jetzt Begleitungen auf Amtswegen oder Begleitungen beim Autokauf oder Arztbesuche, habe ich hier bis jetzt immer gemacht. Und da kam ja dann auch die Frage, ja, machst du auch Dokumente und kannst du das auch und bla bla bla. Und konnte ich nicht, aber jetzt kann ich, ja. Also ihr dürft mir gerne dazu in den Kommentaren gratulieren, würde mich natürlich sehr freuen. So, jetzt habe ich mal kurz den Faden verloren. Ja, genau, Übersetzungen. Und ich bin jetzt da auch bei einem Sanierungsprojekt mit dabei, wo ich übersetze. Und sanieren wird hier immer mehr und mehr zu einem Bedürfnis und mehr zu einem Thema werden. Und was das betrifft, ist es wirklich schwer, kompetente, vertrauenswürdige Leute zu finden, die auch so ein bisschen so Eier in der Hose haben, sage ich jetzt mal, und ja, sich auch trauen, Fehler zu machen, aber sich auch trauen, was Neues auszuprobieren. Und natürlich auch, wo die Qualität stimmt. Da zeige ich euch ein bisschen was beim Sanieren. Ich werde das auch auf Video dokumentieren. Ich werde mir das alles angucken. Und wenn es passt, dann habe ich dann jemanden, den ich dann auch empfehlen kann beim Sanieren. Ich bin da mal gespannt, ja, und ich werde das auch dokumentieren und dann könnt ihr euch auch selber ja, ein Bild darüber machen. Weil für mich ist es sehr wichtig, die richtigen Informationen zu vermitteln und dass jemand nicht abgezockt wird. Also da ich nicht abgezockt werden will, will ich auch nicht, dass dann andere abgezockt werden. Und genau, also da halte ich euch auf dem Laufenden. Lasst euch da überraschen. Wird sicher ganz interessant werden. Und ja, so, ich merke, ich bin schon aus der Übung. 2 Wochen kein Video, ist man schon aus der Übung. Alles klar, liebe Leute, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Zeit, vielen lieben Dank für alles. Freut euch auf nächste Woche, das Video nächste Woche wird cool werden. Und jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Ausschnitt von dem Sanierungsprojekt, wo ich jetzt mit dabei bin, und schaltet nächste Woche ein. Es wird cool. Also bis dann. Tschüss.
fragt er immer so, was machst du und was tust du? Und ich sage da immer so gerne, ich bin Frührentner, ich bin Privatier, was ich eigentlich auch gerne bin. Aber da gibt es halt Sachen, die ich manchmal gerne mache, um auch anderen zu helfen. Hauptsächlich ist es Übersetzen. Und da übersetze ich jetzt zum Beispiel eine ganze Renovierungsarbeit oder Sanierungsarbeit. Und die ist auch wirklich einzigartig. Hier im Mittelmeergebiet der Türkei ist es tatsächlich einzigartig. Ja, denn das ist, ich sage mal, das einzige Haus hier in dem Gebiet, die eine Dämmung hat. Ja, das heißt, man wird auf jeden Fall um die Hälfte weniger Strom zahlen, ja, weil die gekühlte Luft im Sommer eher länger kühl bleibt aufgrund der Dämmung und im Winter, wenn es geheizt wird, bleibt es länger warm. Das Ganze sieht so aus hier. Ein bisschen so im Detail hier zeigen. Das ist der Dämmstoff. Hier wird gerade gedämmt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Da bin ich echt gespannt, wie das dann, wie das Ergebnis dann aussehen wird. Ich weiß, dass da auch viel Sanierungsbedarf da liegt, ja, weil früher war das ja so, die Leute haben ja nur den Sommer hier verbracht und dann wieder zurück. Jetzt muss ich wieder kurz warten. Ja, so. Ja, also dadurch, dass die Leute früher ja den Sommer hier verbracht haben und nicht den Winter, war jetzt da nicht so ein Sanierungsbedarf da, wie jetzt heutzutage, weil immer mehr und mehr Leute jetzt auch den Winter hier verbringen und auch nicht jetzt auf den Komfort verzichten wollen, den sie ja gewohnt sind, den sie da im Winter zu Hause hatten. Was ja auch natürlich verständlich ist. Genau, also ich kann auch gerne da regelmäßig so kurze Update-Videos da machen zu den einzelnen Bauschritten und dann euch auch zeigen, wie das Endergebnis ist. Also jetzt beispielsweise die Fassade hinter mir, die hat noch keine Dämmung und dann kommt eine Dämmung drauf, muss drauf kommen und Farbe. Es sind insgesamt 4 Schichten, die dann drauf kommen werden auf die Wände. Ich bin jetzt da jetzt nicht technisch irgendwie versiert, ich übersetze das Ganze nur und dadurch kriege ich da halt mit, wie es dann sein sollte. Okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, fürs Einschalten und genau, nächste Woche kommt ein cooles Video, weil da habe ich dann mein Herzensprojekt sozusagen verwirklicht. Bleibt auf jeden Fall gespannt, lasst euch überraschen, ich bin mir so ziemlich sicher, dass es euch gefallen wird. Also, bis nächste Woche. Tschüss.